Heutzutage weiß man nicht mehr, was normal ist. Und das ist auch gut so. Nein, ist es nicht. Wer redet bitte von Normalität? Ich würde das nicht behaupten, wenn ich so ein Video auf meiner For You sehe. Können Männer Röcke tragen? Natürlich, Digga. Nein, können sie nicht. Was ist denn das für eine Frage? Röcke und Männer, das passt doch nicht zusammen. Jeder hat natürlich eine andere Vorstellung, wie es ist, normal zu sein. Aber was bedeutet eigentlich normal sein? Der Begriff Normalität ist uns in den letzten Jahren komplett davongelaufen. Man weiß nicht mehr, was ist normal? Ist das normal? Ist das normal? Kommen wir mal zum Video am Anfang. Jeder kann tragen, was er will. Jeder kann sich so anziehen, wie er will. Und das ist auch gut so. Es ist auf jeden Fall überhaupt nicht gesellschaftlich angesehen, wenn Männer Röcke tragen. Ich meine, habt ihr jemals einen Mann mit einem Rock auf der Straße gesehen? Ich glaube nicht. Ich persönlich finde, dass Röcke Männern überhaupt nicht stehen. Die sind einfach gemacht für Frauen. Und bevor diese Leute jetzt kommen und sagen, ja, Männer wollen ja eigentlich Röcke anziehen, nur sie trauen sich nicht, weil die Gesellschaft das unterdrückt. Nein, 99% der Männer haben die gleiche Ansicht wie ich und sagen, Röcke und Männer passen nicht zusammen. Überlegt euch mal, wenn mehrere Männer Röcke tragen wollen, dann würden sie es ja auch machen. Ich sehe jetzt schon die ganzen Frankfurt Hauptbahnhof Kennex sagen, schwul und Röcke, bla bla bla. Tamam, Bro, wir haben es verstanden, du bist hängen geblieben. Als erstes, wer hat dir das Recht gegeben, diese Leute Frankfurt Kennex zu bezeichnen? Du weißt ja nicht mehr, ob die aus Frankfurt kommen. Und nein, diese Leute sind nicht hängen geblieben. Das ist einfach deren Meinung. Die meisten, die sowas sagen, sehen halt einfach so aus, Digga. Also wirklich, die haben schon den Tiefpunkt erreicht in ihrem Leben. Was soll man sagen, Alter? Dein Rock, der fast den Boden berührt, der hat bereits den Tiefpunkt erreicht. Spaß beiseite, aber warum frontest du Leute, die was Röcke nicht schön finden bei Männern? Jeder hat einen anderen Geschmack. Ich find's auch nicht schön, aber akzeptieren tue ich's nicht. Spaß. Digga, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Es sieht nice aus, Digga. Es sieht einfach geil aus, wirklich. Und das ist auch gut so, dass es dir gefällt, weil jeder kann ja anziehen, was er will. Du kannst genauso in die Öffentlichkeit gehen. Bisschen chilliger, aber sogar ein Fit, mit dem ich einfach rausgehen würde. Ach so, mit diesem Fit würdest du also rausgehen. Mit den anderen Fits nicht, oder was? Also ich würde jetzt nicht so in die Schule oder so steppen, aber so, keine Ahnung, in Berlin kann man halt so rumlaufen. Juckt halt keinen, ne? Naja, die Leute werden auf jeden Fall schon gucken in der Stadt und mal schauen, okay, lol, der läuft jetzt wirklich hier mit einem Rock rum, weil das sieht man nicht alle Tage. Aber danach juckt die auch nicht mehr. Interessantes Video von dir, es hat mir gezeigt, dass ich niemals einen Rock tragen werde, weil es meiner Meinung nach einfach nicht gut aussieht. Viel eher bekommst du mich dazu, Schluss zu machen nach so einer Aktion. Ich habe wirklich super, super viel Hate dafür bekommen, dass ich einen Typen mein Instagram gegeben habe, obwohl ich einen Freund habe. Ich habe den Typen mein Instagram gegeben, nicht aus Interesse an ihn oder nicht, weil ich dachte, geil, ich habe einen Typen geangelt. Ich habe es gegeben, weil ich aus dieser Situation nicht anders herausgekommen bin davor. Okay, also kurz zusammengefasst, ein Typ ist zu dir gekommen, der hat gesagt, ey, kann ich dein Instagram haben? Du siehst wunderschön aus. Und du so, ja natürlich, hier, gönn dir mein Insta. Aber dann verpiss dich. Anstatt einfach zu sagen, nee, ich habe kein Interesse, haben Freund. Ihr habt recht, ich hätte erwähnen können, dass ich einen Freund habe. Ich weiß nicht, warum ich das nicht getan habe. Ja, das frage ich mich natürlich auch. Also wenn ich eine Freundin hätte und irgendein anderes Mädchen herkommen würde und sagen würde, oh mein Gott, du siehst voll hübsch aus, können wir schreiben, dies, das, bekommt mich dein Insta. Ich würde natürlich ganz klar sagen, nee, kein Interesse, ich habe eine Freundin. Mich persönlich gehört sich das einfach so. Ich habe keine Ahnung, warum andere Leute das anders machen und sagen, yo, klar, ich edde dich, mach dir unnötig Hoffnungen, bla bla bla. Junge, für was? Außerdem, das ist ja mega respektlos zum Partner bzw. der Partnerin. Ich habe irgendwie ein bisschen Mitleid mit ihm gehabt, er war so jung und... Was? Und das rechtfertigt das Ganze? Ich habe richtig Mitleid mit ihm. Er ist so jung. Natürlich bekommst du mein Insta, ganz klar. Ey, danke, du bist auch wirklich, wirklich, wirklich hübsch. Also, ich musste dich einfach fragen. Ich weiß nicht, ich wollte ihm einfach nicht irgendwie ein schlechtes Gefühl geben, was ich ihm absolut nicht schuldig bin. Und das verstehe ich nicht bei Mädchen. Die machen einfach Hoffnungen, obwohl sie eigentlich keinen Bock auf den Typen haben. Hm, ich muss dem Typen mein Insta geben, weil ich möchte ihn nicht verletzen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Du verletzt den Typen ja nicht, wenn du ihn einfach einen Korb gibst, oder? Dann hat er eine Bestätigung dafür, dass du kein Interesse hast. Ich möchte niemanden enttäuschen, ich möchte niemandem ein schlechtes Gefühl geben. Es ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Ach, das ist echt eine schlechte Angewohnheit. Die sollst du nur bitte abgewöhnen, weil das ist einfach nicht normal. Dass ich aber jetzt so viel Hate bekomme oder so eine kleine blöden Kommentare, kann ich nicht nachvollziehen. Die Leute, die kommentieren, die wissen halt einfach, was sie gehört und was sie nicht gehört. Natürlich allgemein gesehen, aber am Ende des Tages musst du wissen und dein Freund wissen, ob das gut ist oder nicht. Ich würde das nicht so lustig finden als Freund. Mein Freund ist gerade im Urlaub, deswegen erzähle ich euch passend dazu Dinge in einer Beziehung, die mich nicht stören. Okay, bin dann mal mega gespannt, was du sagst. Mich stört es nicht, wenn mein Partner ohne mich im Urlaub ist. Das ist ja an sich noch ganz okay. Also der Partner kann zum Beispiel mit seinen Freunden in Urlaub gehen, alles easy. Und mir ist es auch komplett egal, mit wem er im Urlaub ist oder mit welchem Geschlecht. Gut, aber jetzt mal bei aller Liebe. Wie sollte bitte dein Partner auf die Idee kommen, mit einer anderen Frau in den Urlaub zu fahren? Passend dazu stört es mich auch nicht, mit welchem Geschlecht er sich trifft. Mein Freund trifft sich auch durchaus mit Frauen und es stört mich nicht. Was trifft sich dein Partner mit Frauen? Um mit ihnen zu chillen oder was? Hey Hannah, willst du vielleicht morgen spazieren gehen? Und dann am nächsten Tag, hey Marie, willst du vielleicht heute mit mir in die Therme gehen? Ja, kein Problem, ich freue mich voll. Das ist doch nicht normal, ich sehe den Sinn dahinter nicht. Also man hat einen Partner, mit dem man sein Leben verbringt, dann trifft man sich währenddessen noch mit anderen Frauen. Vielleicht ist es nur bei mir so, ich habe gar keine weiblichen Freunde. Trotzdem, ich würde es nicht cool finden. Meine Damen und Herren, das war's gewesen von diesem Video. Hier sind nur Leute, die eingeblendet werden wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.